Ja, herzlich willkommen wieder bei den Frauen am virtuellen Brunnen. Es ist ein monatliches Gespräch von 5 bis 7 Frauen. Heute sind wir 5. Und ihr könnt sehen, wer die sind an der Webseite thewisdomfactory.net /Brunnen und dann unter, wie sagt man, Underscore? Wie sagt man denn da eigentlich auf Deutsch? Unterstrich, okay. April-2018. Und das ist genau die Seite, wo wir heute auch live hinstreamen und wo man die Einführung sehen kann und wo man das Replay sehen kann und wo möglicherweise dann auch die Timestamps, die sogenannten Timestamps gepostet werden, wie das beim letzten Thema, beim letzten Treffen war. Wir wollen heute weitergehen im Thema, das wir das letzte Mal angesprochen haben. Das letzte Mal war Moral und Ethik. Und wir hatten wirklich ein reiches Gespräch. Und ihr könnt finden in thewisdomfactory.net/moral-und-ethik. Da könnt ihr die Zusammenfassung, die Timestamps finden. Wir haben gesprochen, dass es eine Gerechtigkeitsethik gibt oder eine Fürsorgeethik. Dann haben wir davon gesprochen, dass manche Leute meinen, sie bräuchten keine Ethik und einfach nicht bezahlen die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da kam auf, dass man möglicherweise sich selber damit in die Tasche lügt. Und jemand sagte, man muss sich doch selber im Spiegel anschauen können. Und dann kam so eine Art Zusammenfassung, dass Moral nicht nur individuell ist, sondern sie wird geteilt und sie ermöglicht eine Entwicklung oder auch eben eine Rückentwicklung. Und wir wollen eine Ebene setzen, auf der der nächste Schritt getan werden kann. Das wurde gesagt, Moral ist nötig für die Evolution. Das jetzt auf diesen Begriffen, sagen wir mal, oder auf diesen Ergebnissen vom letzten Gespräch wollen wir heute aufbauen. Und ich habe so generisch das Thema genommen, wie können wir ein gutes Leben führen? Und bevor wir anfangen, erstmal die Vorstellungsrunde. Ich bin Heidi Hörnlein und ich bin in der Wisdom Factory oder besser gesagt unsere Assoziation, Kulturalverein, Kulturverein in Italien, ist Paradiso Integrale. Und ich mache mit Begeisterung diese Gespräche und die Interviews mit Leuten über interessante Themen. So, wer möchte weiter? Na, dann fange ich an. Ich bin die Birgitta und ich komme gerne zu deinen Gesprächen, Adelheid. Und schon langsam wird es fast natürlich, da über den Äther zu sprechen. Und ja, ich unterrichte zeitweise Hebräisch in Salzburg und habe eine Familie zu betreuen, kranke Mutter, Enkelkinder und noch diverse andere Beschäftigungen und bin im integralen Lesekreis und immer wieder philosophisch interessiert oder bei irgendwelchen Treffen dabei. Okay. So, Adelheid, oder überhaupt, kann ich das Mikrofon eingeschalten lassen oder muss ich das immer ausschalten? Im Moment gibt es keine Probleme mit Echo, aber sobald Echos kommen, müssten wir alle die Mikrofone ausschalten. Im Allgemeinen ist es besser, wenn man es ausschaltet, da ist der Raum klarer sozusagen. Ja. Wenn es schwierig ist, dann... Okay, hört ihr mich? Ja, gut. Gut, weil ich habe einen neuen Kopfhörer. Oh, werden mal schauen, aber auch knatscht. Und war daher aus technischen Gründen eine Zeit lang nicht online dabei. Ich bin die Monika Frühwirth aus Wien. Wir leiten hier einen integralen Salon, der im Sommer übergeben wird an ein jüngeres Paar. Und das erleichtert mich sehr. Meiner Mitbegründer des Salons macht es ein bisschen melancholisch, aber gut, Männer lassen Funktionen vielleicht schwieriger los als Frauen. Jedenfalls habe ich dadurch mehr Freiraum,
auch jetzt schon. Wir waren ja eine Peer Group. Das heißt, jeder gleichberechtigt im Beitrag. Und ich habe 3 Enkelkinder, um die ich mich sehr gerne kümmere. Die haben jetzt auch einen Hund, um den ich mich auch sehr gerne kümmere. Und dann habe ich einen Mann seit 53 Jahren, denselben, um den ich mich auch sehr gerne kümmere. Ja, und um was ich mich sonst noch gerne kümmere, das ist jetzt hier mal offline. Aber gut, soweit von mir. Danke, man kann die Fürsorgeethik hier deutlich heraushören. Ja, dann schließe ich mich an. Ich bin Daniela Borschel. Bin euch noch schuldig den Text für die Übersicht auf der Webseite, die ich morgen machen werde. Und was gibt es zu mir? Ich lebe selber in Fürth, in der Nähe von Nürnberg, im Bayerischen. An meinem Akzent hört man, dass ich Schwäbin bin. Und ich verdiene mein Geld damit, das zu tun, was ich für mein Leben gerne mache, nämlich Menschen und Gruppen begleiten in Workshops. Ich moderiere, ich habe eine kleine Firma mit meinem Mann. Und in einem inzwischen groß gewordenen Ehrenamt bin ich im Vorstand des Integralen Forums für den deutschsprachigen Raum. Das sind so die wesentlichen Dinge. Und im Privaten bewegt mich momentan vor allem ein großes Wohnprojekt, in das wir in circa 1-3 Jahren einziehen werden, mit 57 Wohneinheiten und sehr viel Schritten der Entscheidung, Schritten des Abstandnehmens, Schritten des Loslassens. Ja, Moral und Ethik ist da auch immer echt dabei. Und so passt das Thema heute gut für mich. Okay, mache ich weiter? Muss ich da was machen, Heidi? Nein? Okay, also ich bin Anna Hauser, auch bayerisch, schwäbisch, allerdings, ja, es gibt da mehrere Regionen in Bayern. Also ich bin in der Nähe von München zu Hause, auch schon ganz lange in Gauting und freue mich, dass ich dabei bin. Wofür brenne ich? Ich bin ja nicht mehr berufstätig im klassischen Sinn, war 33 Jahre lang an einem Gymnasium Lehrerin. Und gerade, also ich versuche die integrale Version sowohl der GfK, das teile ich ja mit der Marie Roos, und aber auch die integrale Version vom Human Design System in die Welt zu bringen, zu verbreiten. Dafür brenne ich, dafür gehe ich. Und gleichzeitig ist auch noch sowas da, wie ich blühe gerade auf, was meine künstlerische Begabung, also die schule ich gerade, dass die einfach sich noch mehr entfalten kann und wer weiß, wie sie sich noch integriert in diese meine zwei Bereiche, für die ich brenne. Also auf der einen Seite das Thema Verbundenheit, eben gemeinsame Werte, der Rahmen der gewaltfreien Kommunikation und auf der anderen Seite diese Wertschätzung von Einzigartigkeit, von Einmaligkeit. Welche Art von Kunst? Also ich ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben und es ist ein Bilderbuch. Das sind meine Texte und Bilder und ich male, ich kollagiere, ich zeichne. Also mein Ehrgeiz ist gerade so zu porträtieren und es gelingt mir auch manchmal, dass man die Menschen auch erkennt. Also und ich habe auch jetzt begonnen, eine Art Jahrestraining zu machen, dass ich das, was ich über mein Leben gemacht habe, so zu einer Grundlagenausbildung zusammenzufassen. Werdet ihr vielleicht noch was hören oder sehen? Ja, zum Beispiel habe ich heute gepostet sowas wie eine To-Do-Liste, eine ewige oder eine, wie sagt man, immerwährender Kalender ist mir über den Weg gelaufen. Da dachte ich mir, es passt vielleicht auch als Einleitung zum Thema Ethik und Moral, sowas wie eine immerwährende To-Do-Liste, nämlich zum Beispiel, sei freundlich zu dir selber und zu anderen. Das ist eine sehr schöne Einführung für das Thema. Wie können wir ein gutes Leben führen, uns nicht immer zu ständig klein zu hacken, sondern freundlich zu uns selber sein und eben nicht nur zu anderen. Wir haben ja oft als Frauen gelernt, freundlich zu anderen zu sein, aber uns selber
eher zu bestrafen für all das, was wir nicht können oder falsch machen oder was auch immer. Ja. So, damit eröffne ich das Thema. Wie können wir ein gutes Leben führen mit Ethik und Moral oder wie immer es herauskommt? Ja, ich hätte da gleich eine Frage dazu, weil gerade jetzt einerseits war die Kunst eben und andererseits haben wir gehabt diese Ethik, gerade bei Monika und mir ist das ein bisschen durchgekommen, diese Care-Ethik, mit den anderen zu leben und für sie zu sorgen. Und für mich ist jetzt im Augenblick schon wieder viel mehr die Frage, wo ist mein Platz und wo ist der Platz, den ich den anderen in meinem Leben einräume und wie kriege ich das auf die Reihe, dass ich mit dabei eben, dass ich zu mir freundlich bin und zu den anderen freundlich bin. Und ich schaffe es meistens abwechselnd. Entweder ich bin zu mir freundlich oder zu den anderen. Aber irgendwo, ich denke mal, in mein Leben möchte ich mehr wieder Kunst reinbringen, weil ich das Gefühl habe, wie du sagst eben, das ist auch Freundlichkeit zu sich selber und das öffnet auch das ethische Bewusstsein. Komischerweise ist da für mich wirklich eine Verbindung. Und ja, und das ist jetzt für mich wirklich die Frage, irgendwelche kleinen Tricks und Strategien, wie gehe ich da hinein in eine Ethik, die Care und Kunst und die Freundlichkeit zu sich selber verbinden kann. Das finde ich sehr spannend, weil nicht nur Kunst, auch Musik, ne? Das ist ja so sehr vernachlässigt eigentlich in unserer Zeit. In der Schule ist es praktisch ganz ferner liefen und dabei sind doch genug Studien gewesen, wie wichtig das ist. Ja? Wir hatten gerade gestern in der Wisdom Factory eine kanadische Forscherin über Stimme, die gesprochen hat über Älterwerden und wie viel besser dran die Menschen sind, die regelmäßig singen. Und ich hatte es auf dem Chart gezeigt und ich werde den auch noch posten. Das ist wirklich erstaunlich, dass man dann einerseits die Stimme behalten kann, aber auch fürs ganze Leben hat es was positive Wirkungen. So, wir können gern in die Richtung gehen. Ich habe dazu was zu sagen, weil ich komme ja aus dem Bereich, also aus den sogenannten unwichtigen Fächern. Also ich habe ja Sport unterrichtet und das war mal in Bayern, als ich angefangen habe, vierstündig. Und das ist inzwischen zweistündig. Also Bayern war mal Vorreiter. Und ich habe damals schon, also Gerald Hüther versucht zu verbreiten. Und wirklich, der Konsens von den Leuten, die wirklich überzeugt sind, was unser Bildungssystem braucht, ist, wir brauchen Theater, wir brauchen Musik, wir brauchen Bewegungskünste und wir brauchen Selbstausdruck oder Kreativität im Malerischen oder in diesem Bereich. Das ist das, was wirklich abgewertet wird, was in unserer Gesellschaft, im Schulsystem nicht vorhanden ist. Und zum Thema Alter eben mag ich noch ergänzen, ich bin in einem Tanzprojekt und ich verfolge ja bei euch eben dieses Integral Aging. Also es ist total spannend und Wisdom Factory, also da kriege ich eine Menge Impulse. Und gleichzeitig mag ich es weitergeben, wie viel mir diese Gruppe gibt, die sich einmal wöchentlich wirklich trifft und das Ganze schon seit 6 Jahren und wir machen zusammen, machen wir wirklich auch einen Auftritt. Jetzt auch wieder im Juni. Ja. Fertig. Ja. Fertig. Dann schließe ich mich an mit meinem Teil meines guten Lebens. Mein Teil meines guten Lebens ist Ikebana, also in dem Kado-Weg. Das ist japanische Blumenkunst, die ich seit langem lerne und seit 2003 unterrichte. Ah. Und das ist, dort wird es sehr, sehr klar, dass es an sich ein Weg ist, der zwar mit natürlichem Material arbeitet, aber gleichzeitig eine Selbstschulung ist. Und mich hat jetzt vor 3 Tagen eine neue Teilnehmerin angerufen, eine Dame, die jetzt so um die 70 ist und vor Jahren Ikebana gemacht hat. Und sie sagte, ich möchte das jetzt wieder machen. Denn ich habe wieder ein Ikebana gemacht und meine Tochter hat gesagt, sie sieht an dem Ikebana, wie es mir geht. Und
sie drückt damit aus, wie sie lebt. Und also die Tochter muss in meinem Alter sein, hat sich sehr gefreut. Und das, also die Worte dieser Frau, die bringen es echt auf den Punkt, dass letztlich das gute Leben kein Leben ist, das nur im Kopf stattfindet oder ein Leben, das nur Geld verdienen, Essen, Schlafen beinhaltet. Für mich ist es ganz stark etwas mit meinen Händen tun, etwas mit Natur tun, mit Materialien aus der Natur und auch Menschen darin lehren, diesen Weg zu gehen. Weil das ist eigentlich für mich die beste Schule. Also das, ich weiß nicht, ob ihr die Seite von mir kennt, jetzt kennt ihr sie. Ich habe auch eine Webseite, die schicke ich euch dann bei Gelegenheit. Ja, und sprich, sagt denn das jetzt auch laut im Fall, dass das ist es irgendwann... Richtig. Wir zeichnen ja auf, ich hatte das vergessen, Heidi. Die Webseite heißt kado-ikebana.de. Genau. Okay. Danke. Bitte. Da möchte ich später dich nochmal fragen, was genau ist das, was genau tust du? Aber lass uns erstmal weitergehen. Ja, mein gutes Leben. Ich habe jetzt erstmals wirklich drüber nachgedacht. Also mein gutes Leben ist ein großer Bogen. Einerseits ist es Berührung, berühren, berührt werden, Nähe, energetischer Austausch. Das ist etwas, auf das ich also nicht verzichten kann. Andererseits ist es aber auch wieder Gespräche zu führen, zum Beispiel über Gero Transcendence, mit Leuten in meinem Alter oder halt annähernd in meinem Alter. Und das sind nicht viele. Und das ist mir auch sehr wichtig. Das habe ich heute auf dem Telefonat gemacht, einige Zeit. Ja, und zum guten Leben gehört auch dazu, dass da ein begeisterter Hund um mich herum wedelt und Leckerlis erschnorrt auf die fieseste Art und Weise. Und wir sind also, mein Mann und ich sind ganz glücklich, wir mochten ein Leben lang keine Hunde in der Stadt und dieser Hund hat so um die Pfote gewickelt, also es ist hoffnungslos. Wir sind ihr völlig verfallen. Aber es ist diese bedingungslose Freude, die so ein Hund vermitteln kann. Und wenn sie dich eine halbe Stunde nicht gesehen hat und du kommst wieder, Begeisterung. Also ich bitte, das möchte ich mal erleben, dass irgendjemand so begeistert ist nach einer halben Stunde. Ja. Ich habe eine Zeit lang gedacht, wenn ich keine neuen Bücher habe, dann habe ich kein gutes Leben. Aber inzwischen merke ich, dass ich die alten Bücher wieder lese. Sie fallen mir vom Regal zu und ich lese an der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe, vor 10 oder 15 Jahren manchmal sogar. Und es beruhigt irgendwie zu sehen, dass da doch eine Linie ist und sich etwas entwickelt hat. Und natürlich die große Dankbarkeit, dass da der Wilber eine Landkarte dazu gegeben hat, weil sonst wüsste ich nicht, wo ich derzeit bin. Und daher weiß ich ziemlich genau. Ja, das ist meins. Das ist schön, danke. Mein gutes Leben hat sehr viel zu tun, wenn ich schaffe, in so eine Balance zu kommen. Zwischen Ruhe und Aktivität und zwischen Begeisterung und oh, lieber doch nicht, ja? Sondern dass ich irgendwie das miteinander vereinen kann. Was auch ganz wichtig ist für mich, wo ich jetzt so viel am Computer hocke, ja, wieder draußen zu sein. Wir haben vorhin eine kurze Fahrradtour, war nur 17, 18 Kilometer oder so. Aber es fühlt sich einfach anders an, wenn man wieder nach Hause kommt. Ja. Das ist für mich gutes Leben und sich nicht so einsacken lassen in das, was zu tun ist und jetzt musst du noch das tun und das tun und das tun, sondern wieder in diese Ruhe zu kommen und trotzdem eben nicht, wie soll ich sagen, in der Depression zu hängen, ja, sondern dass da gar nichts geht. Dann wirklich in diesen Flow, würde ich mal sagen, zwischen all diesen Möglichkeiten, die man jeden Tag hat.
Und für mich gehört eben schon Musik sehr dazu, aber im Moment mehr zuhörenderweise und nicht selber machenderweise. Und viel neue Dinge lernen. Psychologie ist ja mein Steckenpferd irgendwo. Und jetzt eben durch Jordan Peterson auch die Wiedervereinigung mit dem Christentum oder mit meiner kulturellen Vergangenheit, sagen wir mal. Das heißt jetzt nicht, dass ich nächste Woche katholisch werde, mit Sicherheit nicht. Aber einfach zu wertschätzen, in so ein Wertschätzen zu kommen, das ist für mich auch ein gutes Leben. Weil ich fühle immer noch oft auftauchen, dass alte Dings, ach na ja, das ist doch nicht so. Das ist ja so dieses Abwertende, was wir in unserer Familie sehr stark hatten und ich sehr stark verinnerlicht habe. Und dass ich das immer mehr schaffe, hoffentlich, in Wertschätzen und Dankbarkeit zu kommen. Das wäre für mich gutes Leben. Da wollte ich jetzt bei zwei Sachen einhaken. Ich hoffe, ich merke es. Einerseits bei diesem Thema Begeisterung, was die Monika reingebracht hat mit dem Hund. Und da sind mir die Enkelkinder eingefallen. Wenn ich da hinkomme, die sind begeistert, wenn die Oma kommt und juhu und kratrara und da, da, da. Und dann komme ich zu meiner Mutter. Und egal, was du machst und wie positiv du bist, es wird nachher kritisiert, es wird vorher kritisiert. Und ich gehe hin, meistens, manchmal, weil ich sie mag, aber sehr oft aus Pflichtgefühl. Und das zehrt irgendwo sehr. Und diese da die Balance hinzukriegen, das finde ich derzeit oft wirklich, wirklich schwierig, weil ich brauche also meine Rückzugsphasen und eben diese Ruhephasen, die Kunstphasen. Und es sind einfach zu wenig Tage in der Woche für alles, was da sein sollte. Und das ist jetzt eine Schiene, wo ich reagieren wollte auf das mit der Begeisterung. Und die andere Schiene ist, dass ich ganz stark auf der Suche bin, wie du jetzt gesagt hast, Adelheid, dass du die irgendwie aussöhnst über den Jordan Peterson mit der katholischen Vergangenheit oder auch mit diesem, wie hast du das genannt, diese Kritik, dieses Negative oder so. Und ich suche ganz stark, was irgendwie die katholische Vergangenheit, die bei mir auch so stark ist, mit Dankbarkeit weiterzuleben, aber frei weiterzuleben. Und das Integrale hat ja ein bisschen was von dem. Da ist schon einiges drinnen, was irgendwie, das ist nicht katholisch, aber es hat, Integral ist irgendwie sowas Umfassendes und katholisch ist ja auch umfassend. Ganz auf einer anderen Ebene. Und katholisch war lange Zeit überhaupt nicht umfassend, sondern Machtbeflissen und was weiß ich alles. Aber es ist im Katholischen ganz viel drinnen, was man wirklich mit Dankbarkeit in die jetzige Zeit bringen kann und wo ich möchte, dass das dann anders ausschaut. Aber ich weiß nicht, wie. Habt ihr da Gedanken dazu zufällig? Ich wollte noch kurz dazu was sagen. Ich bin lutheranisch aufgewachsen worden, ja. Und nach der Konfirmation habe ich keine Kirche mehr betreten. Nur erst hier wieder in Italien, als ich dann Chorleiterin wurde in der lutheranischen Kirche. Und war immer, ja, Musik, ja, aber der Rest nicht. Und ich denke heute, dass vielleicht das Katholische sogar mehr zu bieten hat, weil es dann auch noch das bisschen Magische hat, das Mantra-Singen praktisch, was in unserer Kirche ein bisschen abhanden gekommen ist. Wir waren so super streng. Gesungen wurde natürlich auch und ich liebe die Bachmusik und sehr, sehr, sehr. Darüber habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Aber ich wollte sagen, unsere Vergangenheit, unsere kulturelle Vergangenheit, die ja beides ist, erstmal katholisch und dann protestantisch auch, dass ich das jetzt wertschätzen kann, dass ohne das wir viele Sachen nicht hätten, dass wir vielleicht immer noch so leben würden wie irgendwo in der dritten Welt, wenn wir das nicht gehabt hätten, diese Entwicklung. Und auch Kunst, die würde ganz anders aussehen. Ja. Mag ich was dazu sagen, weil ich bin auch sehr christlich geprägt, aber katholisch. Und ich habe so um die 90er, zwischen 80 und 90, habe ich meinen Frieden so gefunden, als ich an Ostern mal nach Jahrzehnten in eine katholische Kirche gegangen bin, da haben sie die Schubert-Messe gespielt. Und das ist etwas zum Beispiel, die mag künstlerisch vielleicht gar nicht so kostbar sein, aber die hat mir klar gemacht, dass mich das Singen in der Kirche und das Magische, was du gerade angesprochen hast, das hat mich bezaubert und auch gerettet, weil ich bin ja mit einem strafenden Gott aufgewachsen.
und zu Jordan Peterson und auch, dass ich merke eben, ich bin ihm dankbar für seine Biblical Series, weil ich jetzt wertschätzen kann, diese Förderband der Religionen, diese Mythen. Und das Einzige, wo ich noch nicht klar bin, da bin ich auch froh um Impulse, das ist die Sichtweise aus der feministischen Perspektive. Also weil die Biblical Stories, das Alttestamentarische und auch Jordan Peterson, würde ich sagen, das sehe ich sehr patriarchal. Also da ist kein Hinterfragen bei ihm. Das ist jetzt einfach so mein momentaner Stand, was diese Geschichten, die Erklärungen von ihm anlangen. Ja. Da kann ich einhaken, weil ich habe jetzt wieder begonnen, Weinreb zu lesen. Und zwar ist der Bauplan neu herausgekommen in kompletter Form, Bauplan der Welt. Und ich habe vorher aber noch die Psychologie der Seele begonnen. Und da steht eben drinnen, dass der Mann die Frau nachzieht. Und wenn er es richtig macht, dann will sie das auch. Und jetzt habe ich mir das mal angeschaut, angesichts meiner tantrischen Erfahrungen, wo ja immer die Frau oder das Weibliche führt. Und wir haben das, weil wir ja doch schon jetzt relativ alt sind, heute einmal versucht durchzuspielen. Also, dass der Mann plötzlich führt und die Frau folgt nach. Und das hat sich also dann unter anderem so geäußert, dass wir mit einem Aufzug hinuntergefahren sind, der nach zwei Seiten aufgegangen ist und wir beide Frauen sind die eine Richtung raus und der Mann ist die andere Richtung raus. Und dann kam er grummelnd daher und hat gesagt, wie soll ich dich nachziehen, wenn du in die andere Richtung rennst? Und da haben wir also mal überlegt, wie weit die weibliche Selbstständigkeit es dem Mann relativ schwer macht, in seiner Position einmal auch etwas voranzugehen und was wir früher als Männlichkeit gesehen haben. Also, aber wir machen das, also das Ganze eher eben unter heiteren Anführungszeichen und schauen uns aber an, was bringt das? Was kann das bringen? Das möchte ich euch nur sagen, weil der Weinreb, also ich halte sehr viel von ihm, aber manchmal ist er mal halt auch sehr, sehr, sehr patriarchal. Das ist ganz klar. Ja, das ist mir dazu jetzt eingefallen. Und mir fällt dazu ein, ist das wirklich wahr, dass die Männer die Frauen führen? Ist es nicht eher umgekehrt? Also man sagt doch immer, hinter jedem Mann ist eine starke Frau, hinter jedem erfolgreichen Mann. Und wenn ich hier so in Familien, vor allen Dingen in den sogenannten patriarchalischen Familien, die Frauen haben die Gewalt in der Familie, vielleicht nicht draußen, aber dann weiß ich seit neuestem, seitdem ich Männer ein bisschen besser kennenlerne, dass Männer alles tun, um von Frauen wertgeschätzt zu werden. Ist das nicht eigentlich, dass die Frauen führen? Also ich muss sagen, ich bin jetzt nur davon ausgegangen, das ist eine große Frage, nur davon ausgegangen, dass ich aufgewachsen bin, ist Eva die Verführerin, die Adam verführt. Eva ist sozusagen aus Adams Rippe entstanden. Also die ganzen 2000 Jahre Christentum sind für mich eine Abwertung des Weiblichen. Da merke ich auch, da bin ich emotional auch noch ganz schön geladen. Also da ist kein Friede in mir, sondern das ist eine Entwicklungsphase der Menschheit, wo ich halt einfach sage, ich bin froh, dass die Welle jetzt hoffentlich in die Gegenrichtung schwappt. Ich war heute gerade, haben wir Stolpersteinführung gemacht in Salzburg, über diese Messingsteine, die Leute zu Gedächtnis bringen, die entweder in der Shoah umgekommen sind oder die das enteignet worden sind und so weiter. Und der Mann, der uns geführt hat, hat gesagt, es geht immer ums Gegenteil. Und mir ist jetzt eingefallen, wie du jetzt das gesagt hast, das Alte Testament, das ist so patriarchal, aber es erzeugt wirklich fast einen Stau durch diese Patriarchalität, diese nach außen die Patriarchalität, muss ich schon sagen, weil es eben diesen Stau des Weiblichen erzeugt. Wo sind wir? Was wollen wir? Was tun wir? Und die zweite Richtung ist, wenn ihr Hebräisch mit den Menschen die Bibel liest,
die Frauen sind ziemlich nach außen hin relativ versteckt in der Bibel. Aber wenn man dann wirklich liest, Einzelheiten und Formulierungen und so, da hat das Weibliche durchaus ganz eine wichtige Position, aber das kann man nicht so generalisieren, da kann ich nicht sagen, die und die. Es gibt feministische Theologie und die konzentrieren sich dann auf die Deborah und auf die gewissen Frauen, das ist schön. Aber es hat auch in den sprachlichen Formulierungen und so, da ist oft so viel Humor oder so viel Hintergründiges drinnen, wo auch das Weibliche gut zum Zug kommt. Aber das geht eben, das kann ich jetzt nicht generell sagen. Aber gleichzeitig eben auch dieser Stau durch dieses Männliche, kommt ja eigentlich das Weibliche erst, ja, wo bleib ich? Jetzt bin ja ich da, ja, so ein bisschen. Erlebst du es anders? Also ich muss sagen, also wenn wir nochmal zurückgehen auf die Vergangenheit. Ich habe in den 90er Jahren eine NLP-Ausbildung gemacht. Also das komme ich zu einem anderen Thema, aber das erklärt was. Und hab da Bücher gelesen zum Thema eben wie kann man mit Schülern anders umgehen. Und da gab es einen Mann, der heißt Lehren, der hat, Namen habe ich nicht mehr im Kopf, ein Buch, Lehren und Lernen mit Leib und Seele. Und das war ein Mann und der hat beschlossen, er schreibt es in weiblicher Form. Als ich mal ein Buch in 90er Jahren geschrieben habe, wollte ich das vorschlagen, zu wechseln, wenigstens manchmal die männliche, manchmal die weibliche Form. Ich habe Widerstand geerntet. Und jetzt, was meine Beobachtung war, und das könnt ihr mal ausprobieren, der hat das Buch in weiblicher Form geschrieben und da bin ich meiner eigenen Misogynie, also der Abwertung des Weiblichen begegnet, zum ersten Mal. Und das zu erfahren, lies mal einen Text, der in weiblicher Form geschrieben ist, also da sind mir die Augen aufgegangen. Und ich sage eben, also wir haben eine schreckliche, finde ich, Geschichte von weiblicher Abwertung hinter uns. Weiber, Frauen sind das Eigentum, der Besitz von Männern wie Kinder, wie Vieh. Das ist sehr alttestamentarisch. Ja. Das ist sehr. Aber wie viel von diesen Dingen auf Übersetzungsfehler zurückzuführen sind, zum Beispiel die Geschichte mit der Rippe. Wenn man sich das im Laufe des Lebens selbst erarbeitet, dann merkt man, dass man, also ich bin befriedet, mich regt das alles nicht mehr auf. Mein Mann ist sehr katholisch, der geht am Sonntag auch gerne in die Kirche und kommt dann und erzählt mir die Predigt und dann redet man darüber integral. Und das ist also, ja, aber bitte, mein Mann ist auch schon 76 und allmählich hat er sich entwickelt. Wie anders in meiner Gesellschaft, das ist ja nicht anders möglich. Da bin ich unerbittlich, weil du hast gesagt, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, aber meistens tritt sie in den Hintern. Und man kann auch ziehen, aber ich habe es also jetzt in diesem durchaus nur heiteren Gezogenwerden ungemein entspannend gefunden. Und es hat mich auch gefreut zu sehen, wie er, das ist aber jetzt ein anderer er, mein spiritueller Weggefährte, wie er Initiativen ergreift. Also das tut mir irgendwie gut. Und sei es auch nur, dass wir, wenn wir von einer Veranstaltung weggehen und da ist ein Hinterhof, ein blühender mit Sonne drinnen und ich schaue so hin, denkt man nett und er sagt, da ist ein Bankerl und dann setzen wir uns eine Weile hin, so wie Philemon und Bauzis und schauen in die Sonne. Aber es war seine Initiative, dass wir uns hinsetzen und das entlastet mich irgendwie. Die Frau Manifestor. Ja. Anstrengend. Aber ich kann immerhin dadurch sehr, wir beziehen uns jetzt auf der Anna Hauser, ihre Spezialität, ich kann dadurch immerhin jetzt auch Leuten sagen, wenn etwas nicht da ist, dann schaffe ich es mir. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Meditationsgruppe willst, dann schaffe sie dir. Also ich trage den Leuten das nicht mehr nach, weil du Fürsorge erwähnt hast, Heidi. Ich atze sie nicht mehr unterbrochen, sondern ich lasse sie selber ihr Futter suchen. Also das ist mir jetzt, aber auch erst seit einigen Jahren, endlich möglich. Und das tut mir gut. Und Ihnen auch wahrscheinlich. Ja, ich möchte auch noch mal darauf zurückkommen. Unser großer Meister Ken Wilber sagte ja mal, dass die Frauen schärfer wären, wenn sie unterdrückt werden die ganze Zeit in der Patriarchat.
sondern dass wir da aktiv mitgearbeitet haben und aktiv auch einen Sinn drin gesehen haben. Und ich mache jetzt für Ungarn einen Talk über das Sichtbarwerden. Und es ist nach wie vor schwierig, sichtbar zu sein. Und wir haben lange Zeit vorgezogen, lieber nicht so sichtbar zu sein, sondern hinter den Vorhängen zu agieren. Was aber nicht bedeutet, dass wir nichts getan haben, ja, in der Außenwelt. Nur halt nur nicht dafür gerade stehen, ja, wie das die Männer machen. Die kriegen dann auch den ganzen Dreck ins Gesicht geschleudert. Und wir sind jetzt dabei, das zu lernen, nach draußen zu gehen und genauso aushalten lernen, wenn wir beschimpft werden oder kritisiert auf schlimme Art werden, was wir meiner Meinung nach vermieden haben über die Jahrhunderte und lieber über Intrigen gearbeitet haben und alles so hingebogen. Also ich wollte damit nur sagen, dass wir nicht unterdrückt wurden in dem Sinne, sondern dass wir mitgearbeitet haben, dass wir in dieser Position waren. Und jetzt im letzten Jahrhundert ist eben das Bedürfnis klar geworden, dass wir auch diesen Entwicklungsschritt gehen wollen und auch wahrscheinlich gehen müssen. Und es ist kein kleiner Entwicklungsschritt, es ist kein Zuckerlecken, würde ich sagen, da, was sonst die Männer an Verantwortung übernommen haben, jetzt auch zu tun. Zumal wir ja die weibliche Verantwortung auch noch haben. Ja. Da kann ich jetzt gut anschließen. Das ist ein Thema, das mich schon lange bewegt. Also ich habe vor 2 Jahren ungefähr eine Aufstellung für mich gemacht oder machen lassen und bin ganz stark diesem Weiblichen und Männlichen begegnet und habe festgestellt, das ist nicht nur in meiner eigenen Biografie, da sind natürlich ganz viele Anknüpfungspunkte, ganz vieles ist kollektiv mitgenommen und ich habe da dran zu arbeiten. Naja, ganz neu habe ich jetzt ja, nachdem Stefan Schoch nicht mehr im Vorstand aktiv ist vom IF, jetzt diese Rolle nach außen, also diese Funktion als Lead nach außen zu treten. Ja, und er sagte immer, du wirst sehen, du kriegst dann alles Mögliche ab. Heidi, wie du das gerade sagtest, es kommt dann das Schmutzige. Und gleichzeitig ist es für mich so klar geworden, welche Verhaltensweisen ich zum Teil hatte, wenn ich Nummer 2 oder Nummer 3 war. Oder eben Frau neben Mann. In welchen Konstellationen auch immer. Nämlich dieses Intrigenspielen, das mit irgendwelchen Reizen spielen. Das, also selbst wenn ich mir das selbst nicht zugestehen wollte, ist mir das in den letzten 2 Jahren ganz schön klar geworden, was ich da tue. Ja, also immer wieder, was ich da tue. Und wie ich eigentlich etwas festzementiere, was ich nicht mehr möchte. Oder was wir Frauen nicht mehr wollen, was wir als Welt nicht mehr wollen. Oder was zumindest für mich auch nicht die gute Ausstattung ist für Entwicklung. Aber so im eigenen ist es echt eine Herausforderung. Sowohl das Showing up, das nach vorne treten, wie das Loslassen von eingeübten Verhaltensweisen, die zu Ziel führen. Ja? Ohne dann sozusagen in einen Ersatz zu gehen, wie Wut, Aggression. Also das ist ja einfach. Also da stelle ich fest, das ist einfach, ne? So das, was wir an dem männlichen Prinzip als negativ sehen, dann anzuwenden, weil es funktioniert. Das ist einfach, aber das ist für mich nicht moralisch oder nicht. Wenn ich es erkenne zumindest, wünsche ich mir für mich, dass ich es anpacken kann, dass ich auf die Suche gehe nach neuen Formen. Aber diese neuen Formen, die sind, ja, die sind nicht automatisch da. Und das ist schon, ja, einiges. Und um nochmal einen kleinen Schwung zu machen zu dem Thema Buen Vivir, das gute Leben. Ich habe jetzt ja auch 2 Jahre in einem kirchlichen Projekt gearbeitet. Da ist mir übrigens eine Bibel in gerechter Sprache begegnet. Die kann ich euch sehr empfehlen, die ist wunderbar. Weil die ist nicht nur weiblich, nicht nur männlich, die ist einfach in gerechter Übersetzung. Die ist großartig. Und eben auch dieses Konzept des Buen Vivir aus Lateinamerika. Und da steckt auch ganz viel drin, ein gutes Leben. Also es ist von indigenen Völkern geprägt, eigentlich dieser Begriff. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Auf jeden Fall, dieser Begriff hat auch ganz viel mit sich die eigene Freiheit nehmen, also auch in die Gesellschaft wirken zu tun.
Also nicht nur indem ich sorge für mich oder meine Familie, sondern es hat ganz viel auch mit, ich bin auch wirksam für die Welt, für die Natur, also im Indigenen sicherlich noch in eher ethnozentrisch gesehen oder auch im eigenen Clan, aber eben auch indem ich setze mich durch, indem ich meine Meinung sage, indem ich ein Wahlrecht einfordere, indem ich politisch bin. Das finde ich auch so spannend. Also immer wieder auch diesen Mangel an Frauen in der Politik oder an Modellen überhaupt, auch in der Wirtschaft. Ja. Das ist ein ganz großes Gebiet. Und zum guten Leben gehört für mich kein Gleichmachen, aber eine Möglichkeit, alles zu entfalten, das weibliche wie das männliche Prinzip. Das gehört zum guten Leben für mich. Ja. Sehr schön. Ich möchte auch nochmal anschließen, was du gesagt hast, ist die Sorge nicht nur für die Familie, sondern es nach außen in die Welt zu tragen, ist ja Barbara Max Haberts Spruch, ja, dass sie sagt, von Procreation to Co-Creation und wirklich unsere Caring-Aspekte für die Welt zu verwenden. Und das sehe ich ganz deutlich als unsere Aufgabe. Und zu dem anderen Thema, was du beschrieben hast, Daniela, das war für mich das Aufwachen, als ich die Feminine Power Kurse machte, ja. Habe ich gemerkt, oh, ich habe Psychotherapie gemacht, habe NLP gemacht, habe dies und jenes gemacht und das wusste ich aber gar nicht, was ich da so alles tue, ja. Und das war wirklich schockierend. Und ich sehe das jetzt auch in dem MeToo-Movement und überall, das ist kein allgemeines, wie soll ich sagen, Wissen der Frauen, dessen, wo sie Macht ausüben und wo sie sie missbrauchen. Das ist alles im Moment nur Männer missbrauchen Macht. Wir tun das genauso, nur ein bisschen anders. Und solange wir das nicht erkennen, dann haben wir schlechte Karten, wirklich für die Welt da zu sein und Frieden zu schaffen. Nur weil wir Frauen sind, sind wir auf keinen Fall besser. Und das hat, glaube ich, auch Ken Wibber mal gesagt. Also Frauen in Rot und blauen Entwicklungsstufe, vielleicht noch nicht mal Orange, das weiß ich nicht mal, ob er das gesagt hat. Aber die möchtest du ganz bestimmt nicht als Führer haben. Ja? Und ich beobachte das manchmal. Hier haben wir ja noch sehr viel rote Elemente. Ja? Wenn ich da so Frauen sehe, die sagen so, dachte ich, oh Gott, ja. Also die dann mit Quoten irgendwo in die Führung zu bringen, das wäre sicher keine so super gute Idee. Also Frauen sind nicht an sich besser. Und ich muss sagen, zu meiner Schande, dass ich das lange Zeit gedacht habe, als ich diesem Feminismus da gefolgt bin, der so gegen die Männer war. Ja, das habe ich lange gekauft, diese Argumente. Ja. Und ich sehe, das machen so viele, ja. Der momentane Feminismus ist hopp, furchtbar, ja. Die sehen gar nicht, was sie machen. Aber ja gut, man muss das auch lernen. Und ich denke, da sind wir dabei. Was mir dazu einfällt, ist, dass für mich, also für sichtbar werden, waren die Jahre im Integralen Salon als Leitung sehr ausschlaggebend. Und wir waren aber immer ein Paar, wobei er wahrscheinlich das Weiblichere war und ich habe mehr die Initiative und organisiert. Und wir übergeben es jetzt auch wieder einem Paar, von dem er ein Anthroposoph ist und sie aber in der grünen Politik. Und das war mir sehr wichtig, dass wir da jemand haben, der wirklich aktiv und nicht abgehoben Politik macht. Und sie war damals von diesem Trump-Papier von Wilber so begeistert und will das auch allmählich einbringen bei den Grünen. Und das würde mich natürlich sehr freuen. Aber es war mir also wichtig, Politik auch hineinzuholen, endlich ins Integrale. Und wir werden schauen, was draus wird. Also auf alle Fälle mal ein Abend und so weiter und so weiter. Aber es ist mir also weiterhin wesentlich, das Spannungsfeld zwischen männlich, weiblich, kreativ zum Blühen zu bringen. Das ist mir ein wesentlicher Aspekt im Integralen Salon. Und wir haben erstaunlicherweise seit 2 Jahren sehr viele Paare. Und das ist auch ungewöhnlich für einen Salon und darüber bin ich auch sehr froh. Ja.
Ein Spannungsfeld, ganz ein wichtiges. Und das zweite Spannungsfeld, da knüpfe ich ein bisschen an, kann ich die gerade nicht nennen, macht nichts, mit dem Ikebana. Die Verbindung zwischen der Natur und dem menschlichen Tun und der menschlichen Künsten, sei es Musik, sei es gestaltende Künste. In der Bibel gibt es ganz wenig Natur. Die ist ganz stark gekippt in einerseits, ja, ist offensichtlich einmal patriarchalische, andererseits auch in gewisse soziale, seelische Geschichten. Natur ist da nicht viel los. Und mir fehlt es immer so, ich brauche irgendwo einen guten spirituellen Zugang zur Natur, und da gibt es ganz viele Ansätze aus früher von der schamanischen und da, 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 aber ich brauche es anders, ja. Ich brauche es irgendwie, dass es auch für mich passt. Ich bin da eher auf der künstlerischen Seite auf der Suche, wie ich das machen kann, und das Ikebana, das möchte jetzt ich nicht persönlich zelebrieren, aber das war mir jetzt ganz eine anregende Bemerkung, irgendwo in so eine Richtung zu gehen, wo ich die Kunst und die Natur mit den menschlich-seelischen verbinden möchte, kann und will und so weiter. Also die zwei Spannungsfelder für Frauen, einerseits das weiblich-männliche, und aber auch, kommt mir vor, dieses ein anderes Verhältnis zur Natur, zur Natur wieder zu propagieren. Naja, ich lebe in der Großstadt. Das heißt, ich kann nur zur Natur fahren. Wir haben zwar Balkonkisteln, und mit denen führe ich auch schöne Gespräche. Und es freut mich auch immer, wenn ich sie pflanze, weil mein Schwiegersohn ist also mit Pflanzen und importiert also sehr viel nach Österreich an Pflanzen. Und das heißt, es ist eine gewisse Affinität zum Wachsenden da. Aber ich bin kein gartelnder Mensch, der also was immer da noch hochgepäppelt werden kann, das muss in einen neuen Topf, und das ist nicht meins. Wenn bei mir eine Pflanze hin ist, dann schmeiße ich sie weg. Und sie wird Kompost und wird wieder verwendet. Aber also so, wir machen also nicht mehr die Spaziergänge wie früher, weil mein Mann relativ schlecht geht durch das Knie. Und ich habe zwar vor dem Fenster jetzt, wenn ich hinausschaue, ist gestern am Montag im Salon, da war aus Bulgarien eine Frau, die hat also eine brennende Energie gehabt und Will war der Meister und. Und die haben gedacht, ja, wir sind alle schon so cool geworden in Wien, wie wir da den Salon managen. Ja, also ich bin gespannt, was sich in Ungarn tun wird, am Balaton, wo doch sehr viele unterschiedliche zusammenkommen, natürlich gefiltert durch die englische Sprache, die ja für die meisten nicht wirklich selbstverständlich ist. Aber ich bin schon sehr gespannt, also was sich da entwickeln wird, und bin auch sehr, bei der Walter fährt auch, also mein Salon-Co-Leiter, und hat schon einen Bericht versprochen und freut sich auch schon auf die Bettina und auf dich, Heidi, und er ist also schon sehr gespannt. Ja. Das gute Leben ist auch die Konferenz in Ungarn, weil da war ich ja nun schon zweimal, und das war jedes Mal super gut. Also, das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist voll von Informationen, aber auch voll von diesem anderen, von dem Magischen, von dem Erleben, vom Zusammensein. Also ich musste es wieder möglich machen, diesmal dabei zu sein, weil das ist wie ein Muss. Ja. Ich habe letztes Jahr, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, wäre ich ja beinahe nicht nach Berlin gekommen zum Integralen Forum, was ich ja eigentlich seit 20 Jahren tue, jede Veranstaltung. Für die Konferenz in Ungarn würde mir das sehr viel schwerer gefallen sein, eine auch nur in Erwägung zu ziehen. Also einfach nur zu sagen, es ist wirklich sehr attraktiv. Man muss natürlich ein bisschen
auf Englisch kommunizieren können. Das ist klar, aber so umfassend habe ich noch nie was gesehen. Ich habe auch über Weihnachten wieder das What Now-Konferenz live miterlebt, durch Livestreaming. Und das fand ich also vergleichsweise total langweilig. Okay, das gute Leben ist auch inspiriert zu werden durch Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse und dabei gleichzeitig was zu nennen, jedenfalls für mich. Darf ich was nachfragen? Ich glaube, ich habe was übersehen oder nicht genau gelesen, weil ich den Sprung von Ethik und Moral zum guten Leben nicht wirklich nachvollziehen kann jetzt, weil ich mir gedacht habe, wir steigen, ein gutes Leben ist eins und sinnvolles Leben ist eins, aber den Zusammenhang zu Ethik und Moral, den fände ich jetzt schon spannend, vor allen Dingen zum Wandel, also wenn wir die Entwicklungsstufen anschauen, weil halt einfach das gute Leben für blaue Stufe anders ausschaut, wie für Orange, wie für Grün, wie für Gelb. Das ist eigentlich so meine Frage, wie ist eigentlich der Wandel, auch der Wertewandel beispielsweise, auch gesellschaftlich, auch was den Einfluss, die Auswirkungen des eigenen Verhaltens oder eben des eigenen Wandels, wie es euch damit geht. Ja. Nur zur Erklärung, ich habe das als Thema genommen, als Weiterführung vom letzten Mal. Ich wollte nicht nochmal Ethik und Moral und wollte das praktisch als Grundlage letztes Gespräch und dann sehen, wie kann man aus diesen, was wir da erarbeitet haben, sagen, was ist für uns ein gutes Leben. So, es ging mir jetzt eigentlich nicht so sehr darum, wie es theoretisch ist, sondern eher für uns. Aber wir können das gerne nachholen. Wir sind allerdings jetzt schon eine Stunde zusammen. Wir können gerne weitermachen. Kommt auf euch drauf an. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich weiß nicht, wie es bei euch anderen aussieht. Mir fällt ein, ich engagiere mich seit einer Weile für den Bereich Gemeinwohlökonomie. Und der Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie ist inzwischen in Lateinamerika sehr, sehr weit. Und dieses Prinzip des Buen Vivir, also in Ecuador, also ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, gibt es ein Recht auf Gemeinwohl. Also das heißt, innerhalb dieser Verfassung ist sozusagen neben der bayerischen Verfassung, in der auch steht, alles wirtschaftliche an soll dem Gemeinwohl dienen, ist es in Ecuador wohl ganz, ganz fest drin. Das heißt, die Idee des guten Lebens hat ganz viel mit etwas zu tun, was über mich hinausgeht, also über mein Selbst hinausgeht. Und wenn man bedenkt, dass es so uralt ist, also im Prinzip aus einer magischen Zeit von indigenen Völkern kommt, und wenn wir das jetzt weiterdenken, dann steckt darin für mich auch die Möglichkeit, dass sich Moral und Ethik entwickelt. Also aus dieser Suche nach dem, was ist wirklich gutes Leben, stößt man ja auf Dinge, die nicht pures Materielle, also es wird irgendwann klar, das Materielle allein kann es nicht sein, sonst ist die Natur kaputt. Ja, oder unsere Lebensgrundlage zerstört. Das heißt, darin steckt das für mich. Deswegen hängt es für mich sehr eng zusammen, dieses gute Leben, mein gutes Leben, aber auch dieser Begriff des guten Lebens mit Moral und Ethik. Also für mich ist das sehr passend. Und vielleicht hilft das einfach auch, um diese Verbindung zu sehen, die da auch drin steckt. Okay. Ein bisschen ist es für mich auch so, die Moral eher so als das Tradierte, was uns die vorigen Generationen tradieren, an dem, was vielleicht gutes Leben war oder sein könnte. Und die Ethik jeweils, dass man sie dann selber in das Neue wieder hineinstellt. Was ist jetzt wirklich gutes Leben? Was braucht es? Wie kann ich das reflektieren? Oder was wir jetzt machen, ist ja lockeres Gespräch einerseits, aber doch auch wirklich ethisch motiviert. Und da sehe ich die Verbindung im Augenblick. Bist du damit zufrieden, Anna?
von, also ich fand jetzt den Hinweis auf die Gemeinwohlökonomie, bin ich dankbar dafür, vor allen Dingen, weil ich den Christian Faeber sehr schätze und das mag ich erzählen, ich habe ihn letzte Woche in München erlebt mit 500 Leuten, also Christian Faeber und den Roman Huber und das hat mich tot und ÖDP, also diese politische Wirksamkeit und diese Erfahrung, auch zum Beispiel, dass es Veranstaltung war, wo in etwa gleich viele Männer und Frauen waren, das hat mich berührt. Weil ich bin oft bei Veranstaltungen, wo ich das Gefühl habe, ich sehe vor allen Dingen Frauen, die sich engagieren. Und da war es, das war in der anthroposophischen Schule in München, 500 Leute. Es hat mir einfach mich genährt, zu erleben, dass sich Menschen engagieren. Und die beiden Männer, die sind ja relativ jung. Also das gibt mir auch Zuversicht. Ja, und gleichzeitig aber diesen Bogen zum Wandel und zu Entwicklungsstufen, meinen, der ergibt sich sicher im Laufe unserer Gespräche noch einmal. Ja. Anna, du würdest das lieber mit den Wilberschen Entwicklungsstufen in Verbindung bringen, das, was wir jetzt da machen, oder? Ja, also das sind ja nicht Wilber, sondern ich habe jetzt eher an Spiral Dynamics, also die Entwicklungsstufen, Spiral Dynamics, die habe ich so im Hinterkopf. Und ich denke eben, dass ich da, je nachdem, wo ich da stehe, also und das, wir sind ja nicht alle einheitlich, also ich entdecke in mir, ist schon immer wieder ganz überraschend, dass ich merke halt, ich bin in manchen Bereichen bin ich sehr traditionell und Werte und Urteile und entdecke, ich bin noch gar nicht so weit, wie ich eigentlich dachte. Also entwicklungsstufenmäßig. Und ja, also da mag ich aufrichtig sein und sagen, da bin ich oft verwirrt und auch enttäuscht von mir. Denke mal, ich sollte eigentlich weiter sein. Da möchte ich gerne was dazu sagen. Was ich denke, dass ich in Grün war, habe ich immer alle Leute machen lassen und ja, und alles wertschätzen, wertschätzen nicht wirklich, aber lass sie tun, ja, und so. Und dann denke ich, war das für mich wie eine Erleichterung, dass Wilber sagte, wenn du dann in Second Tier bist, dann kannst du plötzlich wieder den Leuten sagen, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen, ja, und dann musst du es nicht endlos ertragen, was sie tolerant sein, genau. Ja, und insofern wollte ich damit sagen, es kann durchaus sein, dass wir, wahrscheinlich ist es auch richtig so, dass wir in bestimmten Lebenssituationen mit bestimmten Antworten aus bestimmten Levels, ja. Also wenn einer mir komisch kommt, dann möchte ich auch aggressiv sein können und nicht, wie ich das bislang gemacht habe, alles ja so ertragen und ja, und man muss ja wertschätzen und man muss ja den anderen machen lassen. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr, ja. Und ich bin jetzt sehr stark wieder dazu gekommen, gerade durch Entwicklungspsychologie und so, dass es ganz, ganz, ganz wirklich wichtig ist, nicht nur jetzt, es ist vielleicht schon seit 15 Jahren oder so, dass Kinder erstmal erzogen werden zur Anpassung in die blaue Stufe und dann anschließend können sie sich daraus entwickeln, damit sie einen Halt haben und nicht irgendwie überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen und aufhören. Und diese ganzen Sachen, die wir damals in dieser grünischen Begeisterung alles über den Haufen geschmissen haben, dass man die jetzt wieder zulassen kann und die auch wieder verwenden kann und auch dahinter stehen kann, ja, und sich nicht schämen muss, wenn ich sage, nee, das Verhalten geht nicht, ja, das finde ich schon sehr schön. Und deswegen muss ich nicht denken, dass ich jetzt plötzlich zurück auf der blauen Stufe bin, wenn ich blaue Regeln schätze, ja, in bestimmten Bereichen. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwo Hinweise anbringen können, was die Farben bedeuten. Wenn nicht jeder, der da zuschauen wird, wird also wissen, was die Spiral Dynamics Farben sind. Also wenn wir statt Blau eben konservativ und regelkonform sagen und statt Grün, was immer grün ist. Globalistisch und postmodern. Ja.
Also vielleicht wäre das ganz günstig und das wird mit Rot eben aggressiv und powerorientiert und orange. Also es ist nicht nur aggressiv, es ist auch Durchsetzungsfähigkeit. Ne? Kraft, Kraft. Ja, Kraft. Ja. Ich könnte ja in die Webseite noch ein bisschen was dazu reinbringen. Wir haben früher schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, aber es war mehr auf der englischen Wisdom Factory, da haben wir einiges, ja. Also, dass es quasi auch ein bisschen ein Einführungskurs ist für, so wie, ich habe da gerade wieder auch das Lesezeichen, das köstliche, von Gott 9,0. Ja, das ist fein. Ja. Also, wo man da die Stufen, ja, ich halte es noch einmal hoch. Ja. Wobei ja, kurz und prägnant. Eine Feministin hat dieses ganz stark kritisiert. Ich glaube, da sind fast nur Männer drauf, oder? Natürlich, natürlich. Die Männer müssen sich ja entwickeln. Die Frauen sind doch alle längst entwickelt. Okay. Die beiden Küstenmacher sind doch auch ein schönes Beispiel, wie männlich und weiblich. Genau, genau. Er zeichnet wunderbar und sie ist eigentlich diejenige, die assi-christliche Grundlagen und die Entwicklung wirklich, die also hat ein unendliches Wissen und forscht und tut. Und Küstenmacher zusammen sind klasse. Da kommt ein Buch raus. Genau, ja. Wir sollten das dazu sagen, weil wir jetzt ja genau reden. Also Gott 9,0 ist von Marion und wie heißt er? Küstenmacher? Ja. Moment, Werner Tiki, Küstenmacher. Ja. Marion Küstenmacher und Tillmann Haberer. Genau. Und es heißt nicht 9,0, sondern 9.0. Ja, ja. Das ist ja gemeint, einfach die Versionen, die verschiedene. Ja, klar. Ja, es gibt interessante Sachen zu besprechen. Wir könnten uns praktisch jede Woche treffen, ja. Ja. Unersättlich. Ja. Nee, aber das Gott 9.0, das fand ich auch sehr spannend schon, ja. Also die Entwicklung des Gottesbegriffs. Ganz, ja, ganz, köstlich ganz auch. Also so humorvoll auch. Also ja, ja. Ich habe mich sehr amüsiert, ja. Ich habe auch jetzt ein Buch von Orban und Zindel gelesen. Zindel ist die Frau und Orban ist der Astrologe, die sich auch gegenseitig befruchtet haben. Also sehr, und auch das Erwähnen im Buch, also was der andere beigetragen hat, das finde ich sehr schön. Und wie heißt das? Orban Zindel, da gibt es Tanz der Schatten, die Seele habe ich jetzt das Buch, das ich lese, die Seele, wo er vor allem, weil du vorhin Singen erwähnt hast, auch auf den Atem Bezug nimmt. Mhm. Wie wichtig der Atem ist und im Singen ist ja vor allem der Atem. Das heißt, jegliche Atemübung, jegliches Pranayama ist ja auch schon weiterführend. Ja, wunderbar. Ich werde das alles in die Webseite bringen. Okay. Mit Orban Zindel. Orban, ja. Ich finde es ganz witzig, dass du jetzt das erzählst. Ich habe ja bisher die Planeten überhaupt nicht so angeschaut, aber jetzt habe ich in letzter Zeit ein bisschen so die Planetenreihenfolge, auch die Bedeutung angeschaut. Und da geht es ja auch in der Reihenfolge sozusagen von Sonne bis hin zu Pluto, deutet sich ja auch eine Entwicklung ab und eine Werteentwicklung, also bis hin zur zur Auflösung des Ichs. So habe ich jetzt bisher mitgekriegt, dass es darum geht, eben erst einmal selber das Ich zu entwickeln und es dann begrenzt wird durch den Saturn. Zuerst einmal Wachstum durch den Jupiter, Begrenzung durch den Saturn, dann kommt der Neptun und zum Schluss eben die Auflösung des Ichs als und symbolisch dargestellt durch den Pluto. Und das finde ich spannend. Venus hast du vergessen. Venus. Wie kommt das? Ja. Die Werte und die Moral, genau. Ich sehe, wir haben Themen. Ich kann mit diesen ganzen Planeten ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Vielleicht sollte man auch mal darüber sprechen, über die Entwicklung. Dann die Sache mit dem Gemeinwohl finde ich ganz, 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 ganz spannend. Und dann auch nochmal, was ist integrale Kunst zum Beispiel? Ja? Also wie könnte das aussehen? Das fände ich auch ganz spannendes Thema. Total, ja.
Total, vor allen Dingen, weil ich habe einen Beitrag gelesen, nämlich also mit der Frage, diese Beliebigkeit, dass jeder ist ein Künstler. Also es ist wirklich ein spannendes Thema, wo dann gefragt wird, was ist alles aus dieser wunderschönen und anspruchsvollen Kunst der Renaissance des Mittelalters geworden, wenn man die Kunst von heute anschaut und die Preise und. Also da diese Beliebigkeit auch und der Qualitätsanspruch ist oft nicht zu sehen. Also das täte mich total interessieren. Wir haben jetzt im Kunsthistorischen Museum eine Ausstellung, die heißt Shape of Time, Englisch, komischerweise der Titel, wo Motive von früher in moderne Kunst auch weiter zitiert werden. Hochinteressant. Okay. Zum Beispiel das eine Bild habe ich jetzt in Erinnerung, wo Rembrandt liest einen Brief und da haben sie einen Videoclip, wie eine Frau einen Brief liest, wo offensichtlich der Mann ihr die aufkündigt. Und wie sehr sie mit Körper, Geist und Seele wirklich das liest, während der Rembrandt-Mann, also der liest das ganz, ganz cool. Und solche Dinge, also wie weit in der Kunst weiter zitiert wird. Und auch die Maria Lasnik, wie weit sie also die nackte Frauengestalt völlig schamlos und auch nicht wirklich attraktiv und im Vergleich dazu das Pelzchen von Rembrandt, glaube ich. Also wie anders da mit dem Frauenkörper umgegangen wurde früher. Wie Der hat sie in den Pelz gehüllt und nur so angedeutet. Und die Lasnik stellt sich hin und das bin ich. Also es ist auch viel Erotik verloren gegangen in der Kunst. Also Kunst ist sicher ein interessantes Thema. Und wir hatten einen Kunstsalon, wo sich die beiden, also der Künstler und der Kunst wirklich Begeisterte, sich über den Alex Gray, den ja der Wilber so sehr schätzt, fürchterlich aufgeregt haben, dass der also nur so plakativ sei und was weiß ich. Also da werden wir noch einen Fortsetzungssalon machen müssen, weil sie haben gemeint, er sei nicht, der Arbeit hat aber sehr viel mit Drogen gearbeitet, der Alex Gray. Und für sie ist das nicht lebendige Kunst. Keine Ahnung, also ich bin in der Hinsicht, weiß ich zu wenig, aber ich finde das ein spannendes Thema. Und ja, so ist es ja beim Integralen. Du kannst, wo immer du einen Faden anzupfst, du hast das Ganze, das du besprechen kannst. Also, was immer wir als nächstes uns suchen. Ja, das wäre spannend, Kunst durch die Stufen zu sehen. Weil ich höre da sehr viel Grünes heraus, ne, dass jeder kann, ich sage ja auch, jeder kann singen, kann natürlich nicht jeder einen ersten Preis gewinnen, ja, aber was ist es, was die Qualität ausmacht und warum schätzen wir bestimmte Sachen mehr als andere? Ja, da ist halt die berühmten 10.000 Stunden an Arbeit drin und jemand anders stellt sich hin und denkt, er kann das gleich so machen, ja, und das wäre auch spannend. Wäre ja sehr dabei. Also bei Thema Kunst und Integral würde mich sehr interessieren. Okay, wollen wir das nächstes Mal machen? Gut, ja. Dann höre ich jetzt erstmal auf. Wir machen ein wir sind ja noch im Recording. Wollen wir mal ein kurzes Checkout machen und dann stoppe ich Recording und dann machen wir das Thema, das Datum. Termin. Checkout, wer fängt an? Ich fange mal. Mhm. Oder Monika, möchtest du? Du, völlig egal. Völlig. It's all the same. It's all the same. Check out. Ah, gutes Leben, ganz schön viel. In mir sind gerade Entwicklungsmodelle und gleichzeitig wunderschöne Blumen, die ich hoffentlich morgen früh gleich für ein neues Ikebana ausschiere. Und diese Idee von weiblich, männlich und Kunst. Also es ist ganz viel da. Es war für mich ein ganz reicher Abend mit euch, eine reiche Zeit. Ja, es ist, und gleichzeitig sind sehr viele Punkte, an denen angeknüpft werden kann. Ja, danke. Danke für diesen intensiven Austausch. Ich bin ja noch neu dabei. Ich danke euch sehr dafür. Es nährt.
Ja, mache ich weiter. Es ist immer wieder nährend und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir dabei sind, damit wir ein gutes Leben haben, dass wir nicht hungrig sind in bestimmter Hinsicht. Und das Gespräch unter Frauen ist sonst eher seltener auf diese Weise, weil wir eben das Glück haben, eine integrale Landkarte zu haben und das erleichtert vieles, finde ich. Ich danke euch allen. Ich danke auch total, weil ich eben sage, Gott sei Dank sind wir zu fünft. Also also ich merke einfach, welcher Reichtum zusammenkommt, wenn fünf Frauen miteinander einbringen, was ihnen am Herzen liegt, wovon sie überzeugt sind. Also ich fand diese Impulse ja auch nährend und danke. Und es ist eher so aufregend im Hinblick aufs neue Thema. Oh Gott, so ja, also erst einmal danke für den heutigen Abend. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich wollte mich noch bedanken. Ich glaube, die Adelheid hat das gemacht, gell? Das ist aufgeschrieben, was letztes Mal war oder was war. Ja, nochmal danke. Das war wirklich nett, dass man das nochmal überfliegen konnte, ein bisschen so zur Einstimmung. Und ist ja viel Arbeit dahinter. Und danke für heute. Schnell einmal ist das alles ein Kaleidoskop und da sticht dort eine wunderschöne Blume raus und dort sticht männlich-weiblich und es ist so ganz, ganz wie ein reiches Bild und eigentlich ein bisschen chaotisch, aber gleichzeitig eben, wie die Monika gesagt hat, also es nährt und ich finde den Gedanken ganz schön, sie dann von so einem Bild ernähren zu lassen oder von so, das ist ja kein Bild, das ist ja ein soziales Ereignis, irgendwie was dann nachwirkt. Und sage ich euch allen ganz herzlichen Dank. Ja, ich sage das natürlich auch, vielen Dank. Was ich finde, du sagst, es ist ein bisschen chaotisch und es ist chaotisch, weil wir machen ja nicht irgendwas, was vorausgesehen ist und wo wir eine Linie haben, sondern wir versuchen ja zusammenzubringen. Und für mich ist es ein co-kreativer Moment. Und je mehr gute Inputs kommen, desto mehr kann auch herauskommen. Und da wollte ich zu Monika sagen, was ich halt oft erlebe, ist, dass Frauen auf einer anderen Ebene unterwegs sind, ja, wenn sie miteinander sprechen, über Kochen, über Kinder, über Kleidung und über, ich weiß auch nicht was. Und ich nehme an, wir kommen zusammen und haben da nicht so schrecklich viel mit am Hut, jedenfalls nicht. In dem Moment, und das genieße ich wirklich sehr, und auch das Understanding, ja, das Verstehen und was du sagtest, dass wir die gemeinsame Landkarte haben, und ich denke, es wäre wichtig, dass wir das mal irgendwo posten, was wir, vielleicht könnt ihr mir auch Links geben, die ich, auf Deutsch weiß ich nicht so viel, was auf Integral los ist, sodass ich das einbringen kann in die Webseite. Die wird jetzt gerade neu gemacht und ich hoffe drauf, dass das ganz schön wird und ja, und dass wir dann auch Menschen finden, die da, wie soll ich sagen, Nutzen ziehen können von dem, was wir machen und inspiriert sind, mitzudenken und mitzusprechen. Und wenn es dann nur in ihren eigenen Gedanken ist. Und ich muss genauso wie ihr sagen, dass ich mich sehr inspiriert fühle. Ja, also ich war am Anfang ein bisschen müde und so. Und jetzt ist das wie weggeblasen. Das ist wundervoll. Also vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt Schluss für heute. Und wir sehen uns, die Zuschauer, die hoffentlich vielen reichlichen Zuschauer, kommt nächsten Monat wieder. Es wird veröffentlicht werden in der Webseite. Und da könnt ihr euch auch einschreiben, damit ihr Benachrichtigungen kriegt von den Gesprächen, die wir führen. Jede Art, Englisch, Deutsch, verschiedene Themen. Ja, dann bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.